Hello and welcome everybody. As a special service to our international community, I will try to do this preview in English for you guys. So please excuse my German-English, but I'll try my very best. So anyways, in today's episode, the very first thing he's going to show you is how he's taking off the cover of the former tank of the Audi A2. Consequently, he's going to show you where to connect the BMS. He's going to show you how to take the battery packs and where to put it with a crane into the car. There's actually going to be two battery packs. One is going to hide inside where the petrol tank was before, and the other one just next to it. But you'll see all of that in detail in the episode to come, so do enjoy. Gut. Hammer. Das heißt, das ist alles Aluminium. Ja. Na, ich komme schon eins ins Internet. Jawohl.
Zum Beispiel. Donner. War es Donner? Ja, war es Donner. Mhm. Ah, geht das Donner ähnlich da? Ja, da ist nicht mehr da an der Stelle. Ja, gut. Wollen wir die Fäsche anziehen? Alles. Ja. Das hat sie nichts zu heilen. So, dann jetzt wäre die 5 cm Stift. So. Aha. Wie du das so weiter schieben. Ja, das Stift. Ja. Stift. Ja. Stift. Oh. Na, das reicht ja. Technik. Ist das, das misst alles das Bild, Johannes. Ja, vielleicht sieht man es. Ach, hast du jetzt? Naja, es läuft jetzt die ganze Zeit, das kann ich dann zurechtschneiden. Ja, so. Die Sahne nicht, Michael, oder so, ja. Ja. Das kannst du vornehmen, wa? Praktikum gemacht, ja, nach langer Zeit. Ja. Ausnahmslos. Oh, bei Martin? Martin, ja. Also nicht beim Bartbauer, sondern beim Metallbauer. Ja. Wir haben zwar Albrecht gesagt. Oh, da war ich schon nicht so lang, oder? Naja, das macht für Wochen, wahrscheinlich 4 Wochen, oder? Nee, von der Körpergröße her. Ach so, ja. Lange. Ja. So, jetzt müssen wir erstmal. Machen wir Probe heben. Geht's schon. Schafft es, okay. 1, 2, 3. Nicht da. 4. Also, die ersten 22 von 48 Module sind drin. Es hat doch nicht die Hälfte reingepasst. Ich habe mich hier leicht verrechnet. So viel Platz ist hier gar nicht. Ja, aber wir sitzen jetzt sehr gut hier drin. Hier seitlich auf den Profilen drauf. Hier ist alles abgedichtet mit Blechen. Seitlich auch. Hier sind Bleche drin. Und hier sitzt die Batterieüberwachung. Hier kommen die Kabel raus, die nachher noch an die anderen Module gehen. Und die restlichen Module kommen jetzt einfach hier oben drauf. Also das sind dann halt 26, baut also ein bisschen breiter. Und ja, kommen hier so hin. Das heißt, das Auto wird keinen Rücksitz haben. Das ist vom Besitzer nicht gewünscht. Der braucht keinen Rücksitz. Oh, kann ich nicht drüber fahren. So, ja. Jetzt fahren wir zum Auto und fängt jetzt selber wieder. Soll man es runter los oder? Ich möchte das nicht so tief halten. Ja. Ja.
aber nicht. Dann noch ein bisschen höher, ein kleines bisschen höher wieder. Oh, stopp, es geht nicht mehr. So, oh, ja, stopp. Okay. Stopp. Warten wir gerade. Ja, scheint zu stehen, ne? Okay. Ich sitze wieder auf. Ach, das macht ihr aber nicht. So, so halt da ist es schon frei. Am Ende der Grafik. So, jetzt, was ist jetzt so mit dem. Also. Einfach mal aufstellen. Ja. Dann überlegen wir weiter. Das hängt hier noch fest erstmal. Ja. Ja. Noch ein bisschen hochgeben ruhig. So, jetzt ist er entspannt. Ja. Und halt du das, ja, Kind ich halt das Ding fest. So, ja, es ist schwerer, das Auto. Ah ja, das macht ja nichts. Das macht ja nichts zu machen. Ja. Da musst du hinlegen. Ja. Ach, da gibt es Probleme. Ja. Das ist jetzt gerade so drin getan. Ja, ja, ja. Hm? Das hier besser geht. Ja? Ja. Nee, ich darf es noch nicht. Und? Ha? So war schon mal. Jetzt müssen wir da hinten das rausholen. So, guten Morgen. Jetzt sind 3 Tage vorbei. 3 Tage war mein Vater hier und wir haben in den 3 Tagen das komplette Batteriepack im Auto verbaut. Alle 48 Module. Ja, hier sehen wir das. Es sind eben 22 Module unten eingelassen, wo vorher mal der Tank war. Und die restlichen 26 Module liegen einfach oben drauf. Die werden dann oben noch verschraubt und dann kommt eine Haube drüber. Und dann ist diese Baustelle abgeschlossen. Das BMS sehen wir da unten links drin. Das ist also auch schön da untergekommen. So, so sieht das unten drunter aus. Also die Bodenfreiheit wird nicht beeinträchtigt. Das hier ist sogar ein bisschen tiefer als der Akku. Hier vorne sehen wir, sind die Bleche, die da dran geschraubt sind. Hier liegt es genau am Querträger an, kann also auch bei einem Unfall nicht weiter nach vorne. Von hinten können wir uns das jetzt noch angucken. Das war nämlich einigermaßen knapp, ob man das hier so beleuchten kann. Also hier ist die Achse, der hat eine Starrachse, also es schwingt hoch und runter. Und ja, da sieht man es. Relativ wenig Platz, aber ausreichend. Gut, das war's zum Thema Batterie. Dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Thema. Tschüss.